Hallo und herzlich willkommen, mein Lieber, hier zu einem neuen Let's Play. Ich bin's, André, und welcome to auf meinem Kanal hier, World of Roleplay. Spielen heute wieder World of Warcraft Classic, Wrath of the Lich King. Und ja, wir sind in der Valianzfeste und müssen sie stark verteidigen. Die Angriffe sind hart, doch wir schrecken vor nichts zurück und stellen uns dem Kampf. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei diesem neuen Let's Play. So, los geht's. Unteroffizier Hammerberg. Lust auf ein Glas? Fort mit euch! Die Geisel will einfach nicht locker lassen, zarte Rose. Es sind diese verfluchten Schundlöcher. Soweit wir wissen, sind sie durch Tunnel verbunden, bis sie zur Eiskrone reichen. Sie werden von gigantischen, untoten Würmern begraben. Irgendwas in den Jahren unter Tage gelernt habe, dann ist es, dass Tunnel ohne Stützpfeiler durch eine Explosion ganz leicht zum Einsturz gebracht werden können. Nehmt diese Sprengsätze und platziert sie an den Eingängen der Schlundlöcher, die sich auf der Erhöhung im Westen jenseits des Strandes befinden. Kommt hierher zurück, sobald ihr zum Einsturz das gebracht habt. Seid auf der Hut! Okay, machen wir gleich. Wir gehen aber noch mal ganz kurz hier rein, weil wir haben nämlich noch eine Aufgabe zum Abgeben beim Oberchef. General, ich bin zurück. Was kann ich für euch tun? Vielen Dank für eure Anteilnahme, zarte Rose. Wir wurden erst vor kurzem auf die Situation aufmerksam gemacht. Beirat Talbot hat mir versichert, dass dies ein vereinzelter Vorfall war und aus militärischer Sicht kein Grund zur Besorgnis besteht. Unsere zivilen Behörden werden jedoch sicherstellen, dass gegen jeden, der darin verwickelt ist, ordnungsgemäß vorgegangen wird. Ziehe den Ehrenfreund. Ehre dem König, Freund. Ich sehe, dass ihr sehr begierig darauf seid, zu helfen, zarte Rose. Ihr seid nicht den ganzen Weg nach Nordend gereist, damit ihr euch in einer Stadt verkriecht. Ich habe genau die richtige Aufgabe für euch. Etwas, das euch weit von hier bringt. Wir haben lange versucht, uns das Wohlwollen der in Nordend heimischen Tuskar zu sichern. Neulich kam ein junger Tusker zu uns und er suchte Hilfe, etwas, womit wir zu dieser Zeit nicht dienen konnten. Jetzt, da ihr da seid, könnt ihr ihm vielleicht zur Hand gehen. Sucht nach Karuk in der Nähe des Strandes der Peitschennarbe südwestlich von hier und schaut, was ihr für ihn tun könnt. Seid vorsichtig. Mach ich. Oh. Wie darf ich behilflich sein? Seid herzlich gegrüßt. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Nun, manchmal macht mal halblang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Magierin, aber mich konnten die Worte des Generals nicht so wirklich überzeugen. Sie klangen so unsicher, als wären sie nicht die seinen. Irgendetwas stimmt hier nicht. All unsere Versuche, gemeinsam an der Sache zu arbeiten, wurden blockiert und verzögert. Es ist an der Zeit, das Ganze etwas selbstständiger anzugehen. Wenn wir mehr über die Kultisten in der Festung herausfinden möchten, dann sollten wir vielleicht denjenigen nachrechnen, der sich außerhalb befindet. Berichten unserer Geheimdienste zufolge gibt es nördlich von hier eine kleine Gruppe von ihnen, welche die Geisel in ihren Treiben unterstützt. Findet heraus, ob sie irgendwelche Hinweise bei sich tragen. Dionys Acker. Mach ich. Ich muss mal schnell auf meine Karte gucken. Okay, also ich reite jetzt hier raus und die Felder sind erst auf der rechten Seite. Da müsste ich dann auf jeden Fall welche finden. Gut, ich sattel erstmal auf.
Oh, die. Wo war die? Überall lauern hier Gefahren am Sande von Lasam. Okay, er hat mich entdeckt. Los, nimm das, du Gruftenkriecher. So, hinter diesem Hügel müsste ich eigentlich da sein. Ah, guck, da sind sie. Werde ich hier mal zeigen, wo hier der Zauberstab hängt. Stell dich meiner Kampfkunst. Nieder mit euch. So, aber ich suche jemand ganz besonders. Den Kommunik. Wo ist er? Hier ist er auf jeden Fall. Wo rennt er rum? Könnt ihr vielleicht da drüben sein? Nein! Ah, ich habe es. Wunderbar. Das, was ich gesucht habe, habe ich gefunden. Ich dachte, ich suche nach einer Person, aber war doch nur ein Zepter. Ich muss mich kurz zur Rast setzen. Ich bin etwas erschöpft. Was suche ich denn hier noch? Ach so, ich muss noch die ganze Sache hier in Brand setzen. Ich habe noch den Zünder bei mir. Das sollte reichen. So merzen sich die Viecher aus hier. Oh! Heilige Mutter Gottes, was kam da raus? Riesengroßer, ekelhafter Wurm. Nimm dies, du Aasfresser. Okay. Oh nein, ich bin leider zu low für meinen Beruf. Ich habe leider an Kräuterkunde geschlafen. Lange und ausgiebig, weil ich zu viel in Sturmwind gefeiert habe. Nein, das war letztes Mal in Goldhain. Höhle des Löwen, da war ja eine absolute Junggesellenparty von einer Freundin von mir. Eine Drenaien. Hat sich mit ihrem Liebsten vermählt und da ging es ganz schön heftig ab. Ich weiß gar nicht mehr. Nachts bin ich irgendwie gegenüber in der Schmiede aufgewacht. Ganz schön viel Met in mir gehabt haben. Na egal. Auf jeden Fall. Da sollte ich besser in der Schule aufpassen. Ich bin zurück, Herold. Die Naru haben uns nicht vergessen. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen.
Ihr seid zurück, zarte Rose. Verliert euren Glauben nicht. Diskretion, zarte Rose. Wir können uns dieses Beweismaterial nicht ansehen, solange neugierige Blicke auf uns gerichtet sind. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Ich befürchte, dass es sich hier um eine Gelegenheit handelt, die ich einen meiner Agenten übertragen muss. Jemanden, der in Geheimen operieren kann, behandelt das Beweisstück bei euch und bringt es zur Verteidigerin Iala im Gasthaus. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und sprecht mit niemandem sonst über diese Sache. Wir wissen nicht, wer alles für diesen Kult arbeiten könnte. Gute Gesundheit, langes Leben. Na, das ist ja passend. Dann lerne ich gleich das örtliche Gasthaus schon mal kennen. Ich war nämlich noch nicht da gewesen. Ich hab echt Durst. Meine Kehle ist so saftig trocken. Trocken wie ein Staubkorn. Trocken wie die Sahara-Wüste. Trocken wie die Wüste von Tanaris. So trocken. Ich werde mir anscheinend heute Nacht hier auf jeden Fall ein Zimmer nehmen müssen. Ich denke, ich bleibe über Nacht heute hier. So, mal gucken, was hier so los ist in dieser netten Schenke. Soldaten. Musik ist nett. Verteidigerin Iala, ich habe mit euch zu sprechen. Die Legion wird fallen. Herold Wuren hat euch geschickt? Gute Gesundheit, langes Leben. Verschwendet keine Zeit, Magierin. Was sind das für Informationen, die ihr über den Kult habt? Verliert euren Glauben nicht. Ich habe es zu meiner persönlichen Angelegenheit gemacht, so viele wie möglich über den hinterlistigen Todeskult herauszufinden, einschließlich ihrer Geheimsprache. Wuren hatte recht, die Kultisten sprechen vom getarnten Agenten, die sich an verschiedenen Orten innerhalb der Valianzfeste aufhalten sollen. Den unteren Docks, dem Gefängnis im Inneren, der Festung und der Küche des Gasthauses. Nehmt dieses Okular und verwendet es an den soeben genannten Orten. Jeder, der erst vor kurzem die nekromantischen Kräfte des Kults benutzt hat, wird von einer dunklen Aura umhüllt sein. Kümmert euch um die Kultisten, bevor etwas Schlimmes geschieht. Seid wachsam. Alter, ich mach das. So, also ich soll jetzt hier unten in die Küche gehen. Weil wollte ich doch was essen, aber wenn ich jetzt den Koch verärgere, dann kriege ich ja gar nichts mehr zu essen. Der spuckt mir nachher noch in die Suppe. Hallo, salziger John. Ich habe einen Grund zur Annahme, dass ihr in Kultaktivitäten verstrickt seid. Das Licht segne euch. Seid gegrüßt. Für Nun. Die Allianz. Nun. Ich nehme an, so sieht es dann aus. Ich gebe euch nicht widerstandslos auf. Stellt euch. Ihr habt die letzte Suppe gekocht, mein Freund. Heute gibt's kein Schnitzel mehr für jemanden. Oh, der Koch ist besiegt. Wer macht jetzt unser Essen? James, ich grüße dich. Schönen guten Tag. Ich möchte etwas mit dir besprechen, James. Erstmal möchte ich gerne ein Zimmer mieten. Wäre das möglich? Schönen Tag auch. Okay, James. Ich habe gerade was Interessantes entdeckt, aber... Ich möchte es nicht zu laut sagen. Ich glaube, ihr braucht einen neuen Koch. Der Koch war komisch. Er hat über Magenschmerzen geplagt und, ja. Ich habe ihm gesagt, geh nach Hause. Bringt nichts. Ich glaube, er ist zum Arzt gegangen. Du solltest mal in der Küche nachsehen, wie es ihm geht.
Oder ob er noch da ist oder ob er beim Arzt ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall solltest du dich darum kümmern, weil sonst gibt es nichts mehr zu essen. Na, okay. Werde mal gleich hingehen, dankeschön. Kein Problem. So. Wo ist der nächste Schlingel, den wir suchen? War er hier gewesen? Unten an den. Ich glaube, an den Docks war das gewesen. Gucken wir mal. Guck mal da unten. Tom Hager. Tom Hager, bleib stehen! Hallo. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für euch tun? Was wisst ihr über den Kult der Verdammten? Man sieht sich. Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch anlegt, Margarine. Der Tod winkt euch zu. Stelle dich. Wache hat's schon gecheckt. Ja. Hier wird nicht mehr gegotistet, mein Freund. Auch dich habe ich entdeckt. Oh. Unsere letzte Station drüben in der Festung. Ich hoffe nicht, dass es einer von den ganz engeren ist, die mit dem Kommandanten zusammenstehen. Und sehr enttäuschend für den Kommandanten sein, gerade weil wir in geheimer Mission arbeiten, finde ich, ist das sehr schwierig. Ah nein, jetzt. Geh mal runter, Keller. Fangen mal unten an und arbeiten uns nach oben. Salutiert, meine Herren. Ich habe Grund zur Annahme, dass sich hier ein Spion unter uns befindet. Da, Wache Mitchell! Was kann ich für euch tun? Kann es sein? Kann ich euch helfen? Wie lange arbeitest du schon für den Kult der Verdammten? Für die Allianz. Endlich, diese Scharade ist vorbei. Arthas, gib mir Kraft. Aber nicht mit uns. Das gibt's doch nicht. Jungs, habt ihr das gewusst? Er war einer von den Kultisten gewesen. Meine Güte. Nein, das haben wir nicht gewusst. Wir müssen das gleich unseren Kommandanten melden. Nein, wir müssen hier absolute Ruhe bewahren. Top Secret. Okay. Ala, ich bin zurück mit interessanten Neuigkeiten. Gut gemacht, zarte Rose. Ich bekomme das Gefühl jedoch nicht los, dass es nicht das Letzte ist, was wir von diesen Todeskultisten hören werden. Die Dunkelheit hat es so an sich, selbst bei klarer Sicht vor dem Auge verborgen zu geben. Vielen Dank. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Dankeschön. Eine neue Rose. Oh, die sieht gut aus. An die könnte ich mich gewöhnen. So, na dann. Ich habe mir auf jeden Fall ein Zimmer genommen. Ich werde mich jetzt hier auf jeden Fall schön schlafen legen. Ich bedanke mich, dass du bei meinem Abenteuer wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch mal ein Like da. Hey, und abonniere den Kanal. Und wünsche mir, dass du nächstes Mal wieder vorbeikommst. Bis dahin. Winke, winke und tschüss.